Wie gesagt, mein Name ist Albrecht Kellner. Ich bin Jahrgang 45 mittlerweile schon. Also sehr erstaunlich, die Erde dreht sich und rotiert um die Sonne. Bin geboren in Namibia, dort auch aufgewachsen und bin dann zum Studium der Physik nach Göttingen gekommen und bin nach dem Diplom nach Amerika zu einem Postgraduate und bin dort zu meiner eigenen Verblüffung, muss ich wirklich sagen, Christ geworden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich war immer ein Suchender, aber dass man im Christsein tatsächlich den Sinn des Lebens gültig finden kann, das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Aber das ist eine andere Geschichte. Bisschen erläutert habe ich es in dem Buch, was, glaube ich, hier liegt. Da habe ich mal wirklich den Versuch gemacht, das Stadium für Stadium zu erläutern und vor allen Dingen auch, was da so in mir vor sich gegangen ist und wie dieser Seifensieder dann plötzlich aufgegangen ist. Dann ging es zurück nach Göttingen zur Promotion eben und als Berufsanfang bin ich gelandet, das darf man heute fast nicht mehr sagen, in der Kernenergieindustrie. Ich habe mich an der Sicherheitstechnik des schnellen Brutreaktors versucht. Den gibt es heute nicht mehr, Sie wissen das, Kalka. Und dann kam aber die Erfüllung meines Jugendtraums. Ich kam zur Raumfahrt in Bremen. Das ist ja das Zentrum der bemannten Raumfahrt, der bemannten europäischen Raumfahrt. Wir haben zum Beispiel den europäischen Beitrag zur internationalen Raumstation konzipiert und der Rechner, der die Lage der gesamten Raumstation regelt und auch das Lebenserhaltungssystem der Astronauten, der kommt tatsächlich aus meiner Schmiede. Also ich war zuständig für die Avionik, das heißt für die Rechner auf der Raumstation. Und dieser Rechner ist hochgradig fehlertolerant. Das heißt, das Bombardement aus dem Weltall, der kosmischen Strahlung, widersteht er, wenn irgendwelche Teile ausfällt, dann übernehmen andere Teile die Arbeit und das Ganze läuft dann glatt weiter. Und das funktioniert seit, ich glaube, jetzt über 12 Jahren problemlos. Also da haben wir keine Probleme, bin ich ganz stolz drauf. So viel zur Selbstbeweihräucherung. Ich bin verheiratet, habe 2 Söhne, wie gesagt, wobei der eine kein Physik studieren will und der andere ist sich auch noch nicht ganz schlüssig, was er eigentlich tun will. Also da habe ich so meine Schwierigkeiten, aber das ist nicht das Thema. Sondern jetzt möchte ich übergehen zu unserem heutigen Vortrag. Die Entstehung des Universums. Ursprünglich war der Titel, wieso wusste die Bibel vor tausenden von Jahren, was die Physik erst in den letzten paar Jahrhunderten entdeckt hat? Oder hat die Wissenschaft Verspätung? Nun, ich beginne mal mit einer Frage, die ich öfters höre. Ich werde oft gefragt, wieso ich als Physiker Christ sein kann. Mit zwei Punkten. Nämlich, der erste Einwand ist, als Christ muss man glauben. Das heißt, Aussagen für wahr halten, die man nicht überprüfen kann. Zweitens, man muss sogar Aussagen glauben, die im Widerspruch zur Naturwissenschaft stehen. Und ich möchte mal auf diese beiden Einwände eingehen, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Ich möchte zunächst mal das Thema behandeln, muss man Aussagen glauben, die im Widerspruch zur Naturwissenschaft stehen? Und das mache ich folgenderweise. Tabellarisch, 3 Spalten. Links haben Sie Aussagen der Bibel, die etwa 3000 Jahre alt sind. So genau brauchen wir das nicht zu nehmen. Und dann die naturwissenschaftliche Deutung der Phänomene, die die Naturwissenschaft sukzessive entdeckt, bis vor etwa 100 Jahren und dann die Deutung, die wir erst seit etwa 100 Jahren haben, insbesondere seit Einstein. Und das ist schon phänomenal. Der erste Satz der Bibel, den kennen Sie sicherlich alle, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Deutung bis vor etwa 100 Jahren war, das kann nicht sein, denn es gibt keinen Anfang. Man war der Annahme, und selbst Einstein war noch der Annahme, dass das, was wir hier sehen, die Erde, die Sterne und so weiter, das war schon immer und wird auch immer so sein. Nun gut, vielleicht ein bisschen weniger Tiere, weniger Menschen früher, aber ansonsten im Großen und Ganzen war es immer das Gleiche. Kein Anfang, kein Ende. Die Bibel kann so nicht stimmen. Nun, heute wissen wir es anders. Und zwar seit dieser Gentleman uns seine Aufwartung gemacht hat. Albert Einstein,
der aufgrund der besagten allgemeinen Relativitätstheorie, und das ist mittlerweile auch bestens bestätigt durch astronomische Messungen, besagt hat, dass die gesamte Masse des Weltalls und alle Energie mit einem gewaltigen Urknall buchstäblich aus dem Nichts hervorgebrochen ist und sich seitdem ununterbrochen ausdehnt. Eine Wahnsinnsaussage, die Einstein auch am Anfang nicht akzeptieren wollte. Bis er später sagte, Menschenskinder, dass ich das nicht akzeptiert habe. Ich hätte sagen müssen, das ist so. Dann hätte er etwas vorhergesagt, was gewaltig ist, was später dann durch astronomische Messungen bestätigt worden wäre, und das wäre ein Riesentriumph. Dass er sich diesen Triumph verbockt hat, das hat er später als die größte Eselei meines Lebens bezeichnet, ne? Zu Recht. Der Wahnsinn ist, dass dieser Urknall aus dem Nichts entstanden ist, und zwar nichts im Sinne von, und das können wir uns nicht vorstellen, kein Raum und keine Zeit. Also nicht nur keine Materie, keine Energie, sondern auch kein Raum und keine Zeit. Die Kantschen Kategorien der Erkenntnis, Raum und Zeit, gab es auch noch nicht. Die sind erst mit dem Urknall entstanden. Also es gab doch einen Anfang. Ne? Der Urknall, es gibt einen Anfang. Nun sagt die Bibel, alles ist aus nichts entstanden. Und jetzt könnten wir vielleicht mal in der Tat einen Blick in die Bibel werfen, die bei Ihnen liegt. Wenn Sie mögen, oder vielleicht können Sie das auch zu Hause machen, da sind solche gelben Sticker, und ganz hinten den letzten Sticker auf Seite 929, wenn Sie da aufschlagen und dann mal, da sehen Sie das Kapitel 11 und dann lesen Sie mal den dritten Vers. Da heißt es, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Andere Übersetzung, vielleicht noch ein bisschen direkter. Alles ist aus nichts entstanden. Das ist eine Aussage in der Bibel, die man bis vor 100 Jahren belächelt hat. Im Sinne von, okay, das ist eine der weiteren naturwissenschaftlich angehauchten Aussagen der Bibel, die eben nicht stimmen können. Aus nichts kommt nichts. Und wie wir gerade gesehen haben, doch, so ist es, der Urknall besagt gerade das, das Weltall ist tatsächlich aus dem Nichts entstanden. Und zwar nicht nur Materie und Energie aus dem Nichts, sondern die Kategorien der Erkenntnis, Raum und Zeit. Das ist heftig. Dann, die Bibel sagt, das Weltall breitet sich aus. Das sind so Aussagen, die so ein bisschen verstreut sind. Zum Beispiel im Psalm können Sie das sehen, bei Hiob, beim Propheten Jesaja, bei dem Propheten Zacharia und so weiter, an vielen Stellen. Immer wenn dort davon gesprochen wird, Gott erschafft den Himmel oder die Himmel, ist immer ein dynamischer Vorgang. Das heißt, da wird dann gesagt, er breitet den Himmel aus. Er rollt ihn aus wie ein Schleier, er spannt ihn auf wie ein Zelt, also ein dynamischer Vorgang. Wobei man jetzt also solche Aussagen nicht auf die naturwissenschaftliche Goldwaage legen muss, aber es ist trotzdem interessant. Bis vor 100 Jahren war die Message, das Weltall ist unveränderlich, es ist statisch. Die Bibel kann in dieser Hinsicht also jetzt nicht ernst genommen werden. Heute weiß man, das Weltall breitet sich aus, bestens bestätigt. Und schließlich sagt die Bibel, am Anfang schuf Gott. Das heißt, es gibt einen Schöpfer. Nun, bis vor 100 Jahren, ganz klar, wir brauchen keinen Urheber, wenn es keinen Anfang gegeben hat. Jetzt gibt es einen Anfang, die Physiker wissen das. Und die Physiker, die tiefer nachdenken, die wissen, dass das ein Hinweis auf einen Schöpfungsakt ist und damit auf einen Schöpfer. Und dass das so ist, erkennt man daran, dass Naturwissenschaftler, Physiker atheistischer Couleur, die gibt es auch, obwohl ich darüber staune, dass die sagen, das darf nicht sein, und sie haben versucht, dass die Einsteinschen Feldgleichungen so zu verbiegen, dass es keinen Urknall mehr gibt. Das kann man machen, und dann gibt es das sogenannte Steady-State-Modell, wo tatsächlich rauskommt, kein Anfang und kein Ende. Man kommt aber trotzdem nicht vorbei an der Erschaffung von Materie aus dem Nichts. Denn jetzt muss Materie nicht in einem Moment und einem Punkt entstehen, sondern kontinuierlich ausgebreitet über das ganze Weltall muss ununterbrochen Materie aus dem Nichts nachgeliefert werden. Das heißt also, dieser Schöpfungsakt ist damit noch nicht weg.
abgesehen davon, dass das Steady-State-Modell komplett widerlegt ist durch die astronomischen Messungen. Nun, insofern zieht man sich zurück, sofern man eben atheistischer Couleur ist, auf die Aussage, das ist alles Zufall. Ganz kurzer Exkurs, kann das Zufall sein? Wenn Sie sich das mal überlegen, der Begriff Zufall hat nur Bedeutung in Bezug auf Dinge in Raum und Zeit, die miteinander interagieren. Also zum Beispiel, man sagt, ich habe zufälligerweise XY auf der Straße getroffen. Damit das Sinn macht, braucht es mindestens zwei Objekte, Sie und XY. Oder wenn man ein Glas nimmt, die Apfelschorle, das sind also Moleküle, die ständig miteinander wechselwirken. Man kann nicht sagen, welche Atome jetzt im nächsten Moment oder welche Moleküle mit welchen Molekülen zusammenstoßen. Das ist rein zufällig. Aber um das zu konstatieren, braucht es diese Moleküle, nicht? Also es müssen Gegenstände in Raum und Zeit da sein. Und der Urknall besagt, es gab nichts, kein Raum, keine Zeit, keine Gegenstände, die miteinander interagieren können. Der Begriff Zufall ist hier nicht anwendbar. Und das ist etwas, was man vielleicht mal im stillen Kämmerlein zu Hause sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Weil dann der Begriff oder die Deutung, der Deutungsversuch, Zufall, sich in nichts auflöst. Und das ist dann heftig, weil man dann die Frage stellen muss, ja, wie kommt denn so was Gigantisches dann sonst zustande? Nicht, wenn nicht Zufall, was oder wer dann? Der Schöpfer? Und wie schon gesagt, der Urknall ist tatsächlich ein Schöpfungsakt aus dem Nichts und wie ich schon gerade sagte, die Physiker wissen das. Übrigens, dieser Schöpfungsakt ist noch nicht ein Beweis für den Schöpfer. Ein Beweis im naturwissenschaftlichen Sinne würde bedeuten, dass man diesen Schöpfer vermessen kann. Dass man also messtechnisch das Galvanometer ausschlagen, Spannung, Druck, Temperatur und so weiter. Das geht nicht, das hat man nicht, aber es ist hier ein sehr starker Hinweischarakter. Und wie gesagt, die Physiker wissen das und haben versucht, also das wegzukriegen, wie ich schon gerade sagte. Also man hat hier tatsächlich einen starken Hinweis, und zwar der modernen Kosmologie, nicht der klassischen, der modernen Kosmologie, dass die Bibel mit der Aussage recht hat, dass es einen Schöpfer gibt. Zumindest den Hinweis, kein Beweis. Nun, nachdem wir uns die einzige Aussage, die es eigentlich gibt in der Bibel in Bezug auf das Weltall angeguckt haben, das heißt, die einzige Aussage stimmt nicht ganz. Es gibt also die Aussage am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann diese dynamischen Aussagen, Gott spannt den Himmel aus und so weiter. Das haben wir betrachtet. Und nun geht es weiter auf der Erde. Sie wissen das, also der erste Satz heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Dann geht es weiter und die Erde war. Alles, was jetzt kommt, bezieht sich auf die Erde. Dieser Punkt dazwischen, der kann sehr gut 13 Milliarden Jahre gedauert haben. Nämlich, was wir mit Sicherheit wissen heute, wie Sterne entstanden sind. Aus diesem Urknall, wo zunächst mal nur das Wasserstoffgas da war, das sich dann klumpte, ich werde gleich noch dazu kommen, Sterne bildete und so weiter. Es geht also hier in der Bibel, in diesem sogenannten Schöpfungsbericht, eindeutig weiter mit der Entwicklung auf der Erde. Und auch hier wieder diese Unterteilung vor etwa 3000 Jahren, die biblischen Aussagen und dann die naturwissenschaftlichen etwa bis vor 100 Jahren und erst seit etwa 100 Jahren oder sogar später die heutigen Erkenntnisse. Und das ist wirklich etwas zum Grübeln. Lange bevor die Naturwissenschaft, die moderne Geologie oder Paläontologie wusste, dass die Erde nicht gleich da war, sondern in Etappen sich entwickelt hat, wusste das die Bibel. Und zwar in 6 Etappen. Das ist nicht trivial, nicht? Denn das wusste die Naturwissenschaft vorher nicht, nicht. Die Schöpfung auf der Erde geschah sequenziell in einzelnen Abschnitten. Das war vor 100 Jahren, ich sag mal, völlig unmöglich, nicht? Die Erde war immer so wie heute. Heute wissen wir das. Die Erde geschah sequenziell in einzelnen Abschnitten. Und selbst, und jetzt ist es schon erstaunlich, die einzelnen Abschnitte stimmen in dem Sinne, dass die heutige Naturwissenschaft das auch erkannt hat. Nicht? Zunächst war die Erde chaotisch und leer. Bis vor 100 Jahren, wo man noch nicht wusste, wie sich Sterne bilden
und die Protoplaneten sich bilden und wie das Ganze entsteht und so weiter. Übrigens auch erst aufgrund der Arbeiten Einsteins hat man angenommen, da gab es nichts wie Erde, zunächst mal chaotisch und leer. Heute weiß man, am Anfang herrschte ein immenses Chaos. Die Erde, die sah eher aus wie so ein glühendes Brikett auf dem Grill, dass die dann in der Sommernacht, wenn da mal wieder hier das nicht gerade regnet, dann möglich ist, sich da zu vergnügen auf der Terrasse. Sah also so aus wie so ein glühendes Brikett, nicht? Mit Funkeln hier, Vulkane da und so weiter und so fort. Das weiß man heute. Dann kam der erste Abschnitt, wo es heißt, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Bis vor 100 Jahren hat man gesagt, es kann nicht plötzlich hell werden. Nicht? Das geht nicht, die Bibel stimmt nicht. Nun, doch, es kann plötzlich hell werden und zwar gewaltig. Und das sieht folgendermaßen aus. Und wieder seit Einstein wissen wir, wie das funktioniert. Wir wissen, wie Sterne entstehen. Sie kennen das wahrscheinlich schon mittlerweile, es ist ja auch bekannt. Die Mutter aller Sterne sind kosmische Gas- und Staubwolken. Wir haben hier so ein Gebilde, sogenannte Pferdekopfnebel, das sind kosmische Gase und Staubwolken. Und diese unterliegen zwei gewaltigen Naturkräften, die dann zu der Geburt von Sternen, beziehungsweise in diesem Fall von der Sonne führen. Das ist die Gravitation und die Kernkraft. Die Gravitation führt dazu, dass diese Gaswolken komprimiert werden und geklumpt werden. Und je größer die Klumpen, desto stärker ihre Gravitation, desto mehr Gase ziehen sie an, desto größer die Klumpen, desto stärker die Gravitation. Das Ganze drückt immer mehr, wird immer heißer und heißer. Und schließlich kommt es zur Zündung einer Atombombe. Sterne, die Sonne, sind Atombomben, Wasserstoffbomben. Und das zündet auf einen Schlag. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Man muss das nicht auf die naturwissenschaftliche Goldwaage legen, aber die Entsprechung ist heute zu sehen. Und das ist schon erstaunlich. Die Sonne ist eine Wasserstoffbombe, die ununterbrochen Materie zerstrahlt nach dieser berühmten Formel E gleich mc Quadrat von Einsteins spezieller Relativitätstheorie. Das heißt, wo vorher Masse war, Materie, Wasserstoff oder was auch immer, ist dann nichts mehr, das ist weg und stattdessen haben wir Strahlung. Ein wunderbarer, ein rätselhafter Vorgang, den kein Naturwissenschaftler versteht, wie das funktioniert. Aber dass es so ist, das können Sie konstatieren und das auch in diese Gleichung packen. Um uns mal ganz kurz, kleiner Exkurs, eine Vorstellung zu machen, was diese Sonne eigentlich ist und was ein Stern eigentlich ist. Betrachten wir mal zunächst ein Beispiel einer Wasserstoffbombe, die wir traurigerweise mittlerweile auch auf der Erde bauen können. Da wird etwa 100 Kilogramm Materie zerstrahlt in reine Energie, in wenigen Millisekunden. Das entspricht einer Sprengkraft von 15 Millionen Tonnen Dynamit. Nicht? Also eine Stange Dynamit ist schon heftig, eine Tonne ist sicherlich auch ganz enorm, aber 15 Millionen Tonnen, gut, das sieht dann so aus. Ne? So, wenden wir uns der Sonne zu. Hier haben wir so eine Nahaufnahme der Sonne, die übrigens sehr dynamisch ist. Hier sehen wir so eine sogenannte Protuberanz, wo das Sonnenplasma durch starke Magnetfelder Tausende, Hunderttausende Kilometer ins Weltall gerissen werden und dann wieder zurückgerissen werden und hier sozusagen in die Sonnenoberfläche krachen. Und auf dieser Sonne werden nicht 100 Kilogrammchen zerstrahlt, sondern 4 Millionen Tonnen Wasserstoff zerstrahlt. Und das entspricht einer Sprengkraft von rund 600 Trillionen Tonnen Dynamit. Wer sich das vorstellen kann, der möge die Hand heben. Das ist unglaublich und jetzt halten Sie sich fest, das passiert jede Sekunde. Während wir hier sitzen, haben wir gerade noch 4 Millionen Tonnen Wasserstoff auf der Sonne. Die sind jetzt weg. Jetzt sind 8 Millionen Tonnen weg. Jetzt 12 und so weiter und so fort. Das geht Tag und Nacht ununterbrochen durch die Jahrmillionen. Das sind Giganten. Nicht? Die Sonne ist so ein Gigant, der mit einem Schlag angefangen hat zu brennen.
In anderen Vorträgen gehe ich dann weiter und sage, und von diesen Giganten gibt es 100 Milliarden in unserer Galaxie und von diesen Galaxien gibt es weitere 100 Milliarden. Also das Weltall ist schon was Gewaltiges. Nun gut, also erster Einwand, das kann nicht sein, dass das plötzlich hell wird, ist entkräftet. Aber kann man jetzt sagen, die Sonne kommt laut Bibel erst später. Nicht? Also erst im Abschnitt 4 heißt es, und Sonne, Mond und Sterne erschienen. Also die Bibel kann nicht stimmen. Nun, es gibt ein naturwissenschaftliches Pendant zu diesem Phänomen, dass man die Sonne nicht sehen konnte. Wir wissen heute, dass die Erde am Anfang von einer sehr dichten Gasatmosphäre umgeben war. Also Wasserdampf wie heute, aber noch Methan und Schwefeldioxide und alles mögliche Scheußliche. Und das war so dicht wie heute vielleicht auch, wo man dann die Sonne nicht sehen kann. Ne? Aber es ist diffus hell und die Erde rotierte, wurde auch dunkel, also Tag und Nacht war schon möglich. Aber die Sonne war noch nicht zu sehen. Das wäre das naturwissenschaftliche Pendant zu diesem Einwand.